Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die Modded. Ihr seht, Tag 61 neigt sich langsam sich ein Ende. Da ist auch schon wieder irgendwer, der uns hier auf den Sack gehen will. Hallo? Na? Da noch niemals richtig getroffen. Alter, ein verkackter Ernst oder was? 6 Schüsse, ey. Stimmt denn hier mit euch allen nicht? Genau. Ist klar, Hasi. So. Können wir jetzt hier gleich mal ein bisschen aufräumen eben. Oh, was war denn hier? Ein Survivor oder ein Bandit? Bandit sogar. Ja, awesome. Sehr geil. Ja, man muss mal seine Spikes absuchen zwischendurch, ja? Hammer, Leute. Die Spikes stehen immer noch. Ich habe keine Ahnung, warum. Die gehen einfach nicht hier durch, oder? Die Zombies. Ich bin echt gespannt, ey. Bei der nächsten Horde. Na, wenigstens sind hier so langsam die Spikes weg. Das ist schon mal sehr schön. Ja, warum nicht? So. Einmal kurz aufgeräumt. Ach, kannst du die auch, ey. Noch nicht einmal in die Verlegenheit gekommen, irgendwelche... Antibiotika machen zu müssen. Oh, die können wir uns reinziehen oder entsorgen. Na, was war das denn jetzt wieder? Get some stacks. Gut. Hier hatten wir Kabel verlegt, das war alles tutti. Hier habe ich aufgewertet. Aber Dings habe ich eh nicht mit. Sehr gut. Ja, was halt auch ein bisschen so abgeht. Wir haben Anfang... Warte mal kurz. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Am Anfang haben wir ja wenigstens noch hier mal so eine Hundehorde gehabt oder das mit den Bären und das haben wir alles gar nicht mehr. Wir haben immer nur diese popligen Kack. Verkackten Kack-Wanderhorden. Alles nur diese Standard-Dinger, weil ich habe echt so das Gefühl, dass da auch noch irgendwas buggy ist. War ja schon mal geguckt in den Game Stage. Also. Ja, da muss ich auch nochmal gucken, aber du kannst halt nichts ändern an den Dateien. Das bringt nichts, wenn du irgendwas änderst. Das hat keine Auswirkungen, das ist also das Problem. Das ist auch super schade. Weil das wäre halt auch nochmal, was hier so ein bisschen Pfiff reinbringt ins Endgame, ne? Weil hier, ja, jetzt kannst du hier hacken und die Horden würde ich ganz gerne auch editieren. Also ich finde das schon geil, wenn ich jetzt hier im späteren Spiel bin. Wenn dann wanderhordenmäßig irgendwie, ja, 10 Bären kommen würden oder keine Ahnung, es kommen mal 5-6 Cops mit ein paar Feralen dabei oder sonst irgendwas. So, dass er auch wirklich irgendwie, ja, Angst haben muss oder Respekt haben muss halt wenigstens. Man muss ja gar nicht. Du kannst ja draußen rumrennen, auch nachts, das ist scheißegal. Selbst wenn da irgendwas kommt, dann sind das eh alles nur normale Zombies. Also da ist ja nichts Gefährliches bei. Also das ist halt, was so komplett abgeht. Aber das übersteigt dann meine Mod-Fähigkeiten, falls man das ändern kann. Man kann es auf jeden Fall nicht einfach in den Dateien ändern. Das hätte ich schon gemacht.
Auch deswegen wollte ich mir mal den Ravenhurst oder Ravenhurst oder wie man es immer aussprechen mag, angucken. Mal gucken, wie da so die Einstellungen sind. Ja, ich überlege gerade die ganze Zeit mal so zurück. Also die letzte Wanderung, oder die mal irgendwie was anderes war. Keine Ahnung. Auch genauso bei den 7-Tage-Horden. Da müssten halt viel mehr die Dingens bei sein, die Geier oder. Weil die funktionieren ja auch noch irgendwie nicht richtig. Sonst könnte ich die ja natürlich einfach. Die könnte ich natürlich editieren und mit reinschreiben einfach. Aber was bringt das, wenn du dir da irgendwie so einstellst, dass dir da auch mal 5, 6, 7, 8 gleichzeitig spawnen und die aber einfach in was weiß ich wohin rumfliegen? Das ist ja so das Problem. Ihr seht es ja manchmal bei den Wanderhorden, da spawnen die auch einfach. Ich meine, man müsste das bei der 7-Tage-Horde nochmal ausprobieren, weil da ist man ja hunted direkt. Vielleicht kommen die dann zuverlässiger zu jemanden. Aber ansonsten irren die ja auch einfach irgendwo rum. Wenn da mal so eine Horde spawnt, also. Das ist alles so ein bisschen schade aktuell. Beziehungsweise, das ist halt dann so der. Der Zeitpunkt, wo dann so das Spiel zum Ende hin langweilig wird für manche Leute. Haben wir auch schon in den Kommentaren drüber diskutiert. Ich meine, für mich ist es nicht langweilig. Muss ich dich echt wegnehmen? Klar könnte es ein bisschen herausfordernder sein, deswegen habe ich ja auch die feralen Version-Zombies da bei mir umgestellt. Sehr gesehen beim Looten. Also wenn du da so drei Stück hast und die dich noch stunnen, dann kann ich es auch mit guter Rüstung gefährlich. Wenn du keine AK mit hast. Aber ich habe halt genug zum Bauen, ne? Ich habe so viele Ideen im Schädel. Also. Da habe ich. Keine Probleme, euch was zu bieten. Und auch keine Langeweile, weil wenn ich dann daran denke, auch jetzt wieder bei Null anfangen, ja, bis du da ordentlich bauen kannst, da vergeht ja wieder so viel Zeit. Deswegen genieße ich das schon, wenn ich hier einfach jetzt eine Nacht farmen gehe, habe dann wieder genug, kann die Öfen anfeuern und ratzfatz komme ich hier an das Zeug, was ich brauche. Ist natürlich dann was ganz anderes. Und ich baue halt super gerne in dem Spiel. Klar, irgendwann habe ich auch die Schnauze voll, wenn ich dann so zu viel baue, dann gehe ich mal wieder zwei, drei Tage looten oder so. Aber im Großen und Ganzen. Mag ich es halt, so Sachen auszuprobieren. Klar, das ist hier, das kannst du ja natürlich auch anders lösen, hier die ganze Geschichte. Aber wenn du halt so weit bist, dann kannst du hier auch einfach Stahlbeton reinballern. Und ja. Hab natürlich jetzt kein Dingens bei. Irgendwie sieht das auch komisch aus, als ob da gar kein Kabel drin wäre. Ah, da sieht man's. Da sind sie dran, ne? Achso, ich wollte hier nämlich genau von der, hab ich doch gesagt, ein Dingen für zwei Seiten, für eine lange, eine kurze, ne? Ja, der auch, die haben wir sogar schon angeschlossen. Hier haben wir noch eine Dingens, die müssen wir natürlich noch rausnehmen und da auch noch zumachen. Und dann hatte ich doch noch, genau, hier ist auch noch mal eine, die muss ich auch noch auswechseln. Das erklärt auch, warum hier kein Kabel dran ist, weil das eigentlich nicht überflüssig. Wir könnten hier eigentlich noch ein Kabel dran machen. Ich dachte eigentlich auch, dass ich den hätte ich gezogen habt. Aber gut, dann werde ich hier nochmal zwei rausnehmen und werde hier noch den zweiten Generator hinmachen.
der dann für die Seite ist und für rüber. So, dass ich beide Generatoren hier habe. Dass ich nicht ewig weit laufen muss, dann um die anzuschalten. So, also das ging problemlos, wenn ich mich richtig erinnere hier. 7 zwischen. Genau, 9 zwischen. Ich glaube, 9 ging problemlos, ne? So, was hieß denn nämlich? 1, 2, 3, 4. Also der müsste wieder raus, ja. Ich setze die auf die Kante. Obwohl, das ist kurze, ne? Obwohl, habe ich trotzdem 3. Ne, ist die lange Seite hier. Ich meine, die Dinger kosten uns nichts. Und dann kann ich wenigstens schön die Kabel verlegen. So. Das ist einer. Ja, ich hoffe, ich komme da dran. Ist schon wieder kalt, ja? Zack. Muss ich natürlich jetzt gar nur eben Elektrozeug holen. Aber ich kann da hier so lange auch ein. Wo kann ich einfach so ein Frame reinsetzen? Ist jetzt auch nicht das große Problemchen. Zack. Das läuft, das läuft, das läuft. So. Ja. Genau. Das war ja ganz groß. Gott sagen, ey. Fitter Hund. Zack, zack. So, mache ich mal ein bisschen Licht. Ja, darf ich nur nicht wieder den Zug machen, ja? Das sieht mir echt groß aus hier, die Lücke mit 9. Ich werde mal den, solange er noch weich ist, hier zur Sicherheit mal rausnehmen. Müssen wir dann gleich nochmal antesten. Aber das kann ich auf jeden Fall hier schon mal alles aufwerten.
Ja, ihr seht auch hier die Böden, hatte ich schon eins aufgewertet. Muss ich mal gucken, ob ich die nochmal drauf nagel. Ich denke ja, zumindest hier unten die. Weil das ist ja jetzt nur Beton. Weil bisher hat sich da noch keiner durchgebissen. Sehr schön. Ich hole mal eben, oder was habe ich hier unten noch? Können das mal durch Zufall was da hätten. Ihr seht natürlich, durchs Aufwerten gehen natürlich auch die ganzen Texturen weg. So, Generator muss ich dann noch herstellen. Sollte ich dann aber vielleicht jetzt mal eben fix machen, oder? Das ist gerade nicht, was ich noch brauche dafür. Sieht doch gut aus. Kann ich das nämlich mal eben... Ja, ihr seht, ich habe noch mal ein bisschen Zeug gemacht. Die sammle ich schon alle für unseren Frontalfight. Ihr seht, 2000 Schuss haben wir auch am Stil. Ich mache mal direkt zwei. Generator, kriege ich auch noch eine Battery Bank hin. Einfach... Was brauchen wir dafür? Square Plastic. Soll nicht das Problem sein. Einfach nur, ja, ob wir da dann da noch eine Batterie reinsetzen, muss man mal gucken. Aber einfach zur Sicherheit können wir das mal noch mit einbauen. So, perfekt. Das brauche ich. Blade Traps hole ich gleich erst. Ich mache jetzt noch erstmal den Boden fertig. Was ging mir jetzt durch den Kopf? Ich weiß es nicht. Ja, ihr seht, ne, hier muss unbedingt. Unbedingt Ordnung. Also, wir müssen eh noch 30 Sekunden warten. Unten sollten noch Schottis fertig sein. Sehr gut. Könnte ich eigentlich schon mal direkt... Ich komme ja sowieso nicht von allen vier Seiten. Da sind ja eh immer nur zwei Geschütze, die... die Vollgas geben. Sehr schön. Und von der Seite kamen sie ja noch nie. Ah, herrlich, oder? Ja, jetzt hast du Pech gehabt, jetzt sind wir schon wieder unten. Obwohl, wir haben ja hier bestimmt was drin. Hast du Glück gehabt. So, kriegen wir jetzt endlich mal die 200 voll. Ich weiß auch gar nicht, ob ich dann endlich mal... Wir können auch mal gucken wegen Punkte. Trink noch ein. Na also. Oh, da gibt es sogar eine Errungenschaft für. Juti. Na komm, wir halten es mal ein bisschen gleichmäßig. Die beiden Blöcke hier nochmal rausnehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob das hier klappt, ne? Aber ist doch eine ganz geile Idee, finde ich. Hätte ich eigentlich schon viel eher drauf kommen können. Wie gesagt, man muss mal gucken, wie sich das mit dem Kopf verhält. Natürlich muss er dann auch das Pech haben, dass er genau auf dem Block steht, wenn er explodiert, ne? Das ist halt die Möglichkeit, schön von oben ranzukommen. Ohne irgendwelchen Hatches. Habt ihr ja gesehen, die haben sie uns ja kaputt gekloppt. Sobald die dann rumkriechen oder was. Und sollten sie halt Explosionsschaden kriegen, kann man natürlich auch sagen, zur Horde. Wir machen einfach nochmal eine Plate oben drauf und fertig. Dann können sie die Plate da ruhig runterkloppen.
Muni gut ist. Aber müssen wir erstmal abwarten. Wir können es erstmal antesten. Ja, Wanderhorde wird wahrscheinlich auch gleich irgendwann hier anrollen. Vielleicht durch mein Gemecker, vielleicht kommt da jetzt mal irgendwie was, was uns irgendwie gefährlich werden könnte. Ja, die Wanderhorden sind halt nicht Game Stage abhängig, das ist halt ein bisschen bescheiden. Sonst wäre es auch interessanter. Gut. Einmal. Zweimal. Zack. Ach so, ja, ich sollte natürlich mal ein paar Dinger machen, ne? Machen wir ruhig 10. Obwohl wir sie jetzt noch nicht alle brauchen sollten. Was? Gott sagen. Zack. Zack. So, so, ich wollte ja mal eben gucken. Na, 9 gehen. 9 gehen. Mache ich die mal eben drauf. Ach, da waren sie schon. Zack. Und den auch noch zumachen hier. Ja, viel Zeug wird hier um zum Wegmachen ist, ey. Jetzt bin ich auch sehr verwirrt. Zwei tief, ne? Perfekto. Sehr schön, sehr schön. Das hätte ich auch mal merken können, ne? Bam.
Ja, hier muss ich mal gucken, ob ich dann nochmal... eine Ramp setze. Weil dann hast du oben wieder die Kante. Da müsste ich den Ramp und dann nochmal eine Plate setzen. Wenn ich keinen Zaun mache, kann ich das ja eigentlich auch machen. Dann haben wir keine Kante mehr. Und das Ganze sieht einfach ein bisschen schicker aus. Weil ich jetzt hier gerade gut rankomme. Ja, ihr seht, es geht auch so. Das ist ja vorher auch so aufgewertet. So, dass die Gräben auch nochmal aufgewertet sind. Wie gesagt, ist bisher nichts passiert, aber, ne? Horden werden ja nicht schwächer. Hier muss ich eigentlich noch eins raus, glaube ich. Muss ich gleich mal zählen. Ist ja doch zu weit gewesen jetzt, ne? 1, 2, 3. Ah, der ist 1, 2. Hätte er doch hier hingemusst. Ja, hier hätte er hingemusst. Die werden wahrscheinlich auch nicht runterfallen, wenn ich sie untergrabe. Ich kenne doch mein Glück. Ja, hier sind ja eh nur zwei. Hier können wir es also ganz... Obwohl, hier reicht doch da. Wenn der hier ist sogar. Ich mach mal da raus. Also mal gucken, wo wir dann genau... genau setzen. Ja, ja, ist auch gut. Dann nochmal eben, dass wir hier so, dann machen wir den nochmal eben weg. Schön. Echt nochmal hier ummodeln. Ich könnte es natürlich auch einfach schräg rüberziehen, aber kann ich nicht haben, so eine Geschichte. Da habe ich so einen kleinen Schatten. Das muss, wenn dann, alles richtig sein. Wahrscheinlich kann ich es auch wieder nicht aufheben, ne? Nee. Das habe ich nach jedem Einloggen. Aber müsste ich jedes Mal so einen verkackten neuen Landclaim-Block setzen. Was super nervig ist. Nur um es mal zu sagen. Also machen wir das gleich einfach ab und mauern den einfach ein. Fertig. Wir können ihn auch weghacken. Zack. Juti. Zack. Ja, sollte es auch hier drauf wechseln. So, sehr schön. Ja, ich mache noch eben hier, dass ich da vorne die beiden hinkriege. Hm.
Ja, aber dann seht ihr in der nächsten Folge doch nochmal was anderes. Kann ich euch ja doch noch damit beilassen. Wie gesagt, ich werde da nochmal eine kurze Seite mit euch zusammen fertig machen. Ich muss auch dann nochmal drüben gucken, wie ich es genau gebaut habe. Ist ja auch schon ein bisschen her. Ja, und hier muss ich auf jeden Fall mit der Ramp. Aber ihr seht, das ist genau eins. Wenn ich dann jetzt hier nur eine Ramp hinmache. Ja. Muss ja sowieso noch ein weiter raus hier. Ja, soll das die Scheiße nicht reparieren? Komm, mach ihn gleich weg. Wie im Hammer geht es ja einigermaßen. Dann machen wir die noch eben hier. Die anderen unterbuddel ich da mal komplett. Mal gucken, ob sich ob sie runterfallen. Ich denke nicht. Aber ich werde es mal ausprobieren. Ja, aber ihr seht mal, so 500 Rewire-Frames ist gar nichts, ne? Okay, wir haben jetzt 230 verballert. Doch keine 500, aber... Na? Na? Zack, zack. Zack. Juti, dasselbe hier nochmal. Und ja, das war natürlich jetzt ganz toll. Zucki. So, hauen wir die auch gleich noch rein. Ich glaube, den hatte ich von der Seite schon mit Strom versorgt. Also wären wir dann jetzt hier schon sogar schon durch mit der Geschichte. Ja, komm schon. Einmal. Zweimal. Hast du schon gar kein Poncho an? Er ist trotzdem zum Mosern hier, oder was? So, dann müssen wir die natürlich nochmal alle aufwerten hier. Ja, gut, Leute. Ach, guck mal, hier haben wir schon. Sehr gut. Bedanke mich fürs Zusehen. Kontrolliere jetzt mal eben die, aber jetzt hier habe ich schon auf. Ja, genau. Den muss ich doch mal rausnehmen. Da muss ich mal gucken, ob wir da noch einen Spike hinmachen oder was. Ja gut, ich bedanke mich erstmal fürs Zusehen. Ja, ich werde jetzt hier gleich weitermachen direkt. Also ich werde dann auch die Aufnahme nochmal anschmeißen. Ich werde mir kurz die Seite angucken, wie ich es da gemacht habe. Und dann schmeiße ich die Aufnahme an. Ich muss eh nochmal hoch, Platten holen und so weiter alles. Und dann geht es hier gleich nochmal weiter für euch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Bis dann, ciao.